Haben Sie jemals etwas angefangen und nicht zu Ende gebracht? Dazu sage ich, Sie haben aufgegeben. Haben Sie in Ihrer Schulzeit vielleicht Instrument angefangen zu spielen, so wie ich? Der Unterricht war schwierig, war mühsam. Sie haben aufgehört, das Instrument zu spielen. Sie haben aufgegeben. Später im Job. Ein Job hat Ihnen nicht gefallen. Sie wollten sich woanders bewerben. Bewerbungsschreiben müssen gemacht werden. Der Lebenslauf muss angepasst werden. Das ist mühsam. Sind immer noch in dem Job. Sie haben aufgegeben. Vielleicht waren Sie mal in einer Beziehung. Es gab Probleme. Man hätte sie vielleicht lösen können, aber es wäre anstrengend gewesen. Man hätte viele Gespräche führen müssen, Streit eingehen müssen. Sie haben sich lieber von Ihrem Partner getrennt. Sie haben aufgegeben. Dazu fällt mir eine Geschichte ein, die ich selber erlebt habe in meiner Kindheit. Ich war dort ein Austauschsemester in England, habe dort im Sportteam mitgemacht, im Leichtathletikteam und habe einen 800-Meter-Lauf dort immer absolviert. Wie man so ist mit 16, man ist voll von sich überzeugt. Ich habe hart trainiert, war ein toller Kerl. Beim ersten Rennen, das würde ich machen. Dann der erste Wettbewerb. Unsere Schule gegen die Nachbarschule. Ein Samstagnachmittag, die Sonne scheint. Ich stehe an der Startlinie, mein Herz pocht, meine Hände sind nass. Ich warte auf den Startschuss. Peng, da ist er, los geht's, schnell, schneller. In meinem Kopf kommt schnell der Gedanke, verdammt, ist das schnell. Nach einer Weile, meine Lunge fängt an zu brennen, meine Beine werden schwer, mein Kopf, mir wird schwindelig, es mir wird übel, ich werde langsamer, ich bleibe stehen. Ich gehe einen Schritt zur Seite, aus der Laufbahn. Ich habe aufgegeben. Später auf der Fahrt nach Hause, im Bus, werden die Mannschaftsergebnisse verkündet. Wir haben verloren. Ein halber Punkt Unterschied. Wenn ich meinen Lauf beendet hätte, egal wie, gehumpelt, gekrochen, langsam gegangen, egal wie langsam es gewesen wäre, ich hätte mindestens einen Punkt bekommen. Die Mannschaft hat meinetwegen verloren. Damals habe ich mir etwas gesagt. Ich werde nie wieder aufgeben. Seitdem habe ich nie wieder aufgegeben. Und jetzt werden Sie das tun, was ich vor 20 Jahren gemacht habe. Dies ist ein Wort aus Ihrem Wortschatz. Aus dem Wortschatz von jedem Einzelnen von Ihnen. Von Ihnen, von Ihnen und auch von Ihnen. Konzentrieren Sie sich auf dieses Wort. Schauen Sie hin, was ich mache und machen Sie genau das Gleiche auch mit diesem Wortschatz bei Ihnen persönlich. Wir streichen das Wort durch. Kämpfen Sie für Ihre Ziele. Kämpfen Sie für Ihre Wünsche. Lassen Sie sich von nichts und niemandem davon aufhalten. Geben Sie niemals auf!